Hallo Freunde, schön, dass ihr wieder auf meinem Kanal geklickt habt und willkommen zum dritten Teil meiner kleinen Serie zu unserer Kanuwanderung auf der Krutinja. Falls ihr die ersten Teile verpasst habt, so schaut doch einfach in meine Playlist, die ich euch hier mal verlinke. Nach dem Intro geht es los. Mann, was haben wir wieder gut geschlafen. Die Temperaturen waren heute Nacht angenehm und wir wurden auch nicht von Mücken geplagt. Tatsächlich schaffen wir es heute noch vor 10 Uhr aufs Wasser und nach nicht mal 20 Minuten Paddeln auf dem großen Systrosee gelangen wir dann an einer Verengung in den kleinen Systrosee, der wirklich ziemlich kurz ist. Am Ende des Sees folgt dann an einer alten Schleuse eine ca. 20 Meter kurze Umtragestelle, die schnell überwunden ist. Hier gäbe es übrigens auch noch eine Möglichkeit zum Lagern. Wir wollen aber natürlich weiter und folgen nun dem ca. 3 Kilometer langen Puppener Fließ durch ein sumpfiges Gebiet. Am Ende gelangen wir in einen kleinen, sehr flachen See, den Puppener See. Am nördlichen Ufer ist es extrem flach und wir berühren einige Male den sumpfigen Grund. Treideln ist bei dem Schlamm leider nicht möglich, also vorsichtig fahren. Danach geht es weiter in das Puppener Fließ, bis wir eine Straßenbrücke des Ortes, na, wie heißt er wohl, Puppen erreichen. Direkt hinter der Brücke gibt es auf der rechten Seite eine Ausstiegsmöglichkeit und eine kleine, nette Gaststätte. Hier gibt es die Möglichkeit zum Zelten sowie Toiletten und Duschen. Wir gönnen uns hier aber nur ein kurzes Mittagessen mit leckerem Bier und machen uns danach wieder auf den Weg. Circa 4 weiteren Kilometern auf diesem Flussabschnitt fahren wir kurz in den Drusener See ein und verlassen diesen auch gleich wieder und fahren weiter in den Upliksee. Danach folgt dann der Muckersee mit dem Ort Tschkon, das wir aber rechts liegen lassen. Da der gesamte See Naturschutzgebiet ist, darf man hier nur auf ausgewiesenen Plätzen übernachten. Da uns die Campingplätze direkt am Ort aber zu groß sind, suchen wir uns einen kleinen Platz am Ostufer, der recht schön gelegen ist, aber keinerlei Annehmlichkeiten wie Toiletten oder Duschen bietet. Wir lassen den Abend bei tollem Sonnenschein gemütlich ausklingen und genießen die Ruhe, denn am nächsten Tag sollte es aufregend werden.
Wie es weitergeht, seht ihr natürlich im nächsten Teil. Vergesst daher nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, um die nächsten Teile nicht zu verpassen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, macht's gut und tschüssi!